Wer steht hier in Österreich am Start? Das schauen wir uns gleich an. Jetzt werden wir erstmal unsere Fahrer beschützen. Wir sind auf jeden Fall nicht in der Favoritenrolle, das heißt, wir können hier auf jeden Fall erstmal abwarten fahren, müssen keine Kontrolle übernehmen, gar nichts. Jetzt schauen wir uns mal die Startliste an. Ineos hat Deplus dabei. Voss, Hater, Hater, Rivera, Rodriguez, Swift. Okay, Rodriguez ist Oscar Rodriguez. Das ist jetzt nicht so schlimm. De Plus ist natürlich stark. Dann haben wir UAE mit Soler, Großschartner, Morgado, das ist Ulissi, Wein, ja, okay. Und dann kommt schon das Project DY mit Del Toro. Und dann kommt schon Team Telekom mit Pidi. Also ich behaupte mal, dass wir beide auf jeden Fall um Platz 3 kämpfen im GC. Oder was meinst du? Könnte passieren. Also, De Plus und Soler sind schwer zu schlagen und die haben natürlich auch noch den einen oder anderen guten Helfer am Start. Aber ich glaube schon, dass wir beide da in Sachen Podium, dass wir uns da bekämpfen werden. Da gehe ich fest von aus. Also das Project nimmt auf jeden Fall die Sprintwertung schon sehr ernst. Das kann man auf jeden Fall schon mal diagnostizieren. Da wird mit der gesamten Mannschaftsstärke aufgewartet. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da gleich für ein Feuerwerk abgebrannt wird. Krass, da geht's schon richtig zur Sache. Also da macht das Project wirklich einen sauguten Job. Und jetzt geht's ab, jetzt geht Morgado voll rein. Ja, das ist natürlich dann der Tod hinten. Das ist gerade wieder rangekommen, das war's. Wer ist gerade wieder rangekommen? Leckerf. Der hat ja 6 Bonussekunden geholt und dann bist du drüber gebrettert und der ist abgehängt worden und jetzt ist er wieder rangekommen und jetzt kommt UAE. Ja, und das ist jetzt brutal, was hier abgeht. Also der Leckerf wird keine Chance mehr haben, das war's für ihn. Leckerf spielt keine Rolle im GC. Das ist krass nach der ersten Etappe, das habe ich nicht erwartet. Das war eigentlich mein Captain. Und als der 6 Sekunden geholt hat, dachte ich, geil, läuft ja richtig gut und plötzlich am Arsch. Okay, Lecerf ist raus. Oh, Gall. Welcher Gall? Kenne ich nicht. Ja, das ist krass. Also da hat es jetzt schon. Da hat es jetzt schon echt eine krasse. Alter, was geht denn hier ab? Siehst du das? Ja. Das ist ja nicht zu spaßen damit. Bingo fährt nach. Wen haben wir da vorne alles? Da ist Del Toro. Alter, hast du das initiiert? Ja, das habe ich initiiert. Ernsthaft? Ja. Das ist eine richtig gute Attacke. Ja, Wie ich hätte es geil! durchziehen sollen. Ich war schon solo weg, ich hätte es durchziehen sollen. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Aber du Richtig kommst wieder gut. hin, also kommst da ohne. Ja, läuft wieder zusammen tatsächlich.
Aber ja, da dachte ich ganz kurz, das war's gewesen. Und wieder die Attacke und wieder Del Toro. Alter, was geht denn mit dem Del Toro? Das ist ja unfassbar. Und Del Nein! Toro, nein, geht ein, so leer. Osborn. Del Toro wird Dritter. Und Pity Vierter. Aber das war jetzt gut. Die UAE lässt sich auch nicht lumpen hier, gell? Nee, die ballern auch richtig gut rein. Ich meine, jetzt macht Großschaden und Morgado. Also die und Ineos auch. Also die nehmen schon das Heft in die Hand. Das finde ich gut. Ich glaube, dass es hier echt Selektionen gibt. Ich glaube, dass das noch ein bisschen reinhaut. Der Berg ist nicht ohne. Wir mischen auf jeden Fall gut mit dem Konzert Ja. der Teams. Oh, schau mal, wie die jetzt da reinsprinten. Siehst du das? Das war ich. Das kriegen wir doch ganz gut hin. Wir mischen das sehr gut mit. Also vor allem du trittst hier auf, als hättest du den Top-Favoriten am Start. Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Bonussekunden gehen komplett an das Team Project. Del Toro 3 Sekunden. So sieht's aus. Oh Gott, Leclerc ist gestürzt. Für den läuft's ja richtig gut bei der Rundfahrt. Das ist ja unfassbar. Wenigstens noch ein okayer Moment. 89 Fahrer noch im Feld. Ja, und Leclerc ist auch noch drin. Ich meine, ist wurscht, der ist eh raus aus dem GC, der hat 8 Minuten Rückstand. Aber trotzdem, das ist schon. Der hat jetzt schon echt die Seuche am Schuh. Dafür, dass er echt ein guter Dude ist, ist das schon hart. Jetzt schauen wir, ob da irgendwie wer Gutes hinten ist. Natürlich nicht. Nee. Was du schon wieder investierst, krass. Ja, schauen wir, was die anderen investieren jetzt hier. Ja, jetzt geht's ab. Joi, oi, 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 oi. Huiuiuiui. Da wird jetzt Die ernst sprinten, schau mal, gemacht. wie die da. Alter, Siehst du die das? sprinten hier. Geil, richtig gute Aktion. Morgado, Wein, Soler, Großschadner, ballern hier rein. Geisteskrank. Völliger Wahnsinn. Die ballern hier richtig rein. Okay, aber das haben trotzdem einige überstanden. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das war schon ein heftiges Tempo. 57, 55, 52. So, jetzt halt ein bisschen Naja. erholen. Brauchen wir halt Hilfe, sonst fühlt sich das gleich wieder. Ja, du, ich sehe mich nicht in der Position, hier Tempo zu machen. Ich bin hier nicht, ich bin hier kein World Tour Team, ich habe hier keinen Top-Favoriten.
Das maße ich mir jetzt nicht an. Na, du hast den Top-Favoriten auf den Sieg heute. Ist das so? Ja. PT. Das weiß man immer nicht. Ja, wow. Ethan Hater, das ist natürlich genau auf ihn zugeschnitten. Ja. Aber PT sammelt Bonussekunden wichtig für dich. Aber trotzdem, wenn ich das Ding perfekt fahre, dann muss ich es Gewinnst du es? eigentlich gewinnen. Also ich habe mich bei der Sprintvorbereitung umgeschaut, wer könnte ein gutes Hinterrad geben. Und ich habe keinen gefunden außer PT und Hater ist mir durchgerutscht, muss ich zugeben. Den Tizza hatte ich 0,0 auf der. Ja. Ist das der Großglockner? Ja. Okay. Wieso weißt du das? Weil ich den gefahren bin als Radfahrer. Du bist denn gefahren? Ja. Den Berg hier, bist du, du kleiner Bimpf, bist du gefahren? Natürlich. Okay. Und den kennst du in- und auswendig, oder? Ja. Würdest du sagen, dass das ein Vorteil ist für dich? Nee. Weil du den kennst. Das macht dann den Bär, der ist so hart, da macht das keinen Unterschied. Am Aha. Ende ist es sowieso ein langes Leiden. Ja, ein langes Leiden, so wie das Leben. Ich verstehe es nur nicht, warum UAE so viel Tempo macht. Tja, wer versteht das schon? Aber wie? Ja, das ist hier die Frage. Chill halt mal, Morgado. Das muss doch nicht sein. Lass doch mal die Dödel davon wegfahren. Das Aufgebot von UAE ist natürlich auch eine Frechheit. Ja, super. Das ist total gestört. Schön aus der schön aus der Spitzengruppe rausgefallen. Das Aufgebot von UAE ist eine absolute Vollkatastrophe. Das ist völlig Nur Druck erfahren. geistesgestört.
Pogacar hätten sie halt noch fahren lassen können. Ja, das wäre noch die Krönung gewesen. Ayuso fehlt auch noch. Aber sonst ist das schon ziemlich gut. Aber ich finde es gut, dass wir schöne Gegner haben. Die müssen uns erstmal schlagen. Die Pfeifen. Da bin ich noch nicht überzeugt. Hören jetzt mal auf nachzufahren. Mogado fährt sich leer, ich sag's dir. Wir sind vorne 9 Leute, da können sie mal schön sich Mühe geben. Die werden sich jetzt hier schön leer fahren, einer nach dem anderen. Weil die Gruppe vorne ist gut. Die wird gegenhalten erstmal. Alter, die fahren hier einfach die Ölen hier richtig nach. Die können auch mal akzeptieren, dass die Gruppe jetzt durch ist. Geht's noch? Nee, die holen die einen schon das an. 39 Sekunden. Ich glaube, dass jetzt nacheinander bei euch die Leute wegfallen. Ich meine, wir reden hier immer noch über Continental-Fahrer teilweise. Da schau, jetzt zerreißt sie, oder? Der Rapp ist der Stärkste. Die werden jetzt nach und nach zurückfallen, ist ja klar. Das ist ja klar. Der Rapp ist, da der Tupalik ist der Erste, der jetzt zurückfällt. Ja, Pridal. Ja, der André hat da auch nichts zu lachen. Der hat nicht viel zu lachen, ne? UAE dominiert dieses Rennen. Irre. Das Ding ist halt, sobald die mich eingeholt haben, hören die auf, garantiere ich dir. Ja, exakt. Es geht nur um meinen Fahrer und warum auch immer. Hast gesehen, die hören komplett auf. Ja. Wenn ich jetzt wieder wegfahre, fahren sie wieder. Pass auf. Lass mich mal wegfahren. Das ist so ein Witz. Das regt mich so auf an diesem Spiel. Dich lassen sie wegfahren. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Der hat 65 Berg und hat 3,5 Minuten Rückstand und die lassen den nicht wegfahren. Ich verstehe es nicht. Naja, gut, jetzt haben wir auf jeden Fall vorne Leute, die sind immerhin schon fast 3 Minuten weg. Aber gut, für mich ist das jetzt erstmal durch. Ich werde da nicht mehr so viel beisteuern können. Vorerst. Ja, interessant. Die sind da jetzt ganz schön hochgedüst. Feld hat es auch ein bisschen zerlegt. Ja, 16 Leute zurück. Keine Top-Leute, die werden auch wieder reinkommen. Aber das Feld ist so lang gezogen, das ist richtig krass. Ja, das wird jetzt wird noch mal ein bisschen Erholung kommen und dann am Großglockner geht's auf, weil schau mal, wie steil der ist und wie lang. Ja. Da muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich falsch nominiert. Ja, ich glaube, das passt schon. Ja. Weil ich glaube, dass es zusammenläuft. Weil keiner hat die Werte hier, außer UAE natürlich, ja, um da irgendwie einen Zug durchzupendeln, nee, zu lassen. Ich garantiere dir, dass ich hier falsch nominiert habe. Ah, ärgert mich jetzt ein bisschen, aber ich habe natürlich da so ein bisschen die Rechnung ohne dich gemacht. Wieso? Ja, egal. Wir haben echt Rapp und Messner vorne. Die zwei haben es geschafft, alle anderen sind von UAE einfach gestoppt worden. Das ist schon echt brutal. Ja, aber es waren auch die einzigen in der Gruppe mit einem grünen Bergwert. Ja. Okay.
Aber das macht ja noch weniger Sinn. Oder was meinst du? Ja, die waren halt die stärksten am Berg, an dem Zweierberg von der ganzen Gruppe. Ach so, ja, okay, das, ja, okay, das ist klar. UAE macht schon wieder Dampf. Na, geht. Geht noch, noch geht's. Aber ist nicht entspannt. Es ist nicht so, dass sie nur mit 50 Einsatz fahren. Wie fahre ich meinen Fahrer aus dem Zeitlimit? Nee, ich will, ich würde gerne eine Gruppe bilden, aber es fährt keiner mit, leider. Aber das wäre mein Ziel, jetzt eine Gruppe zu bilden. Ah, jetzt. Okay. Ich will einfach eine Gruppe bilden. Ey, die lassen mich halt einfach, die lassen den Ray halt einfach nicht weg. Was du machst, willst. Ist mein schlechtester. Das ist mein absolut schlechtester Fahrer am Start. Die lassen sie nicht weg. Lass mich Ich schau verarschen, mal, wie die Alter. da hochzimmern jetzt. Das ist ja irre. Ja, was erwartest du? Da fährt Jay Wine, ein Domin Novak und Großschadner. Der Rapp vorne ist schon kaputt am Fuße des Berges. Denn der wird so durchgereicht jetzt. Ey, schau mal deine Pulswerte an. Ja. Die sehen gut aus. Wir haben ja nur noch 13 Kilometer. Da kann man schon mal ein bisschen Ja, schneller jetzt bis zur. hochfahren. Da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Der Messner hat übrigens nur 3,43 Rückstand. Das heißt, die werden das früher oder später das Tempo auf jeden Fall wieder anziehen. Ich glaube, dass die da komplett hochbrettern, meinst du nicht? Da ist ja letztes Großschatten rausgefahren, aber der ordnet sich wieder ein. Ja. Kannst davon ausgehen, dass der noch nicht rausfällt. Bei den Werten, ey. Ja, ich hoffe halt, dass die sich dann wieder ein bisschen erholen, da bei diesem kleinen Flachstück. Aber das wird grausam, wird es absolut grausam. Jetzt haben sie rausgenommen. Jetzt haben sie schön rausgenommen, auf jeden Fall. Das ist doch gut. So können wir doch hochfahren, da bin ich einverstanden. Fahren wir direkt wieder hinterher. Doch nicht dein Ernst. Doch nicht dein Ernst. Warum fahren die mir denn hinterher? Was soll die Scheiße?
Das Feld bleibt zusammen. Ja, reißt schon überall. So ein bisschen.21 Fahrer noch. Okay, drei Fahrer vorne, Del Toro, Deplu und Soler. Dahinter Wein, Voss. Dahinter eine Gruppe mit dir. Nee. Ich bin gar nicht mehr da. Wiksch. Wiksch ist bei Riccitello in der Gruppe, okay, gut zu wissen. Ja, da habe ich ganz falsch nominiert. Del Toro fällt jetzt raus. Oh, und da ist Quickstep mit vier Fahrern. Die könnten jetzt natürlich die Rettung sein und einen Zug aufbauen. Bist du da jetzt noch dabei irgendwo? Nee, ich bin komplett weg. Ich habe da falsch nominiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war einfach nicht gut von mir als Manager. Das geht Was hast so nicht bei dieser Rundfahrt. Das habe ich komplett verkackt. Wer ist denn jetzt dein bester Fahrer gerade im Rennen? Ich bin 2. Aber das spielt keine Rolle. Also Mit das ist Wegsch. durch für mich, GC-mäßig. Welches ist jetzt dein bester Fahrer quasi? Ja. Das habe ich unterschätzt hier. Ich dachte, dass das wieder zusammenläuft, aber das kannst du vergessen. Weil du halt so hochgebrettert bist. Ohne dich wäre das kein Problem. Singleplayer würdest du da easy drüber kommen. Massensprint. Thema erledigt. Aber ich habe die Rechnung ohne dich gemacht. Das meinte ich vorher. Weil du wirst natürlich das ausnutzen und da hochbrettern. Ja, muss ich natürlich. Hilft nichts. Ja. Aber die Rechnung habe ich nicht gemacht, deswegen habe ich falsch nominiert. Ich hätte da, um ehrlich zu sein, keinen guten Fahrer nominieren dürfen. Weil das Du klar hättest war. diese Rundfahrt aufgeben müssen, oder Ja, wie? hätte ich. Hätte ich wirklich. Weil es klar war, dass du die Unterstützung bekommst von den guten Teams bei dieser Rundfahrt. Deswegen hätte ich, Wobei also ich du, jetzt wenn du schon auch sagen vollkommen, muss, was du hier mit. Sorry. wenn du vollkommen hochbretterst, und dann, dann helfen dir die anderen Teams, dann schaffst du das natürlich bis ins Ziel und das, die Rechnung habe ich nicht gemacht. Aber was du hier gerade mit Wilksch absiehst, ist natürlich schon brutal. Also das muss man schon jetzt auch mal hervorheben. Ich mache ja nicht viel. Ich werde rangefahren von Großschadner. Ich mache nichts. Das habe ich alleine Großschadner zu verdanken, dass ich da wieder rankomme. Ich habe nichts gemacht. Jetzt bin ich da wieder vorne dabei. Swift ist vorweg, der wird aber gleich wegbrechen. Dann haben wir 16 Leute. Ja, und das war's dann unterm Strich. Der Rest von mir wird keine Rolle mehr spielen. Definitiv nicht mehr. Die erholen sich jetzt auch.
Wer hätte gedacht, dass Wilkstein Gesamtwertungskapitän wird? Ja, gut, Wilksch ist halt wie Brenner und Christen. Das ist Herzog manchmal auch noch so. Das ist schon, das habe ich jetzt nicht ausgeschlossen. Aber du bist mit Abstand der schwächste Fahrer in dieser Gruppe. Und das ist Ja. schon geil. Naja. Ein Detier ist jetzt auch nicht so gut. Ein Tizza, Alter. Schau dir mal Tizza an. Das ist der Sprinter. Der ist auch noch da. Und das einzig Krasse, finde ich, war, dass ich mit Lecerf auf der ersten Etappe verloren habe. Ansonsten ist das alles nachvollziehbar. Dem hätte ich hier wahrscheinlich auch nicht mithalten können. Aber ja, wirklich ist gut, dass er dabei bleibt. Damit habe ich wenigstens im GC noch einen dabei. Aber dass es dabei jetzt bleibt, dass ich nur einen da vorne drin habe in den Top 20, ist schon echt krass. Das ist echt krass. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Da habe ich falsch nominiert, wie gesagt. Das muss man einfach so sagen. Da bin ich, kann ich nicht zufrieden sein mit. Jetzt will ich wenigstens noch die Etappe gewinnen. Sollen wir eine Attacke probieren gemeinsam? Sollen wir es probieren, gemeinsam zu attackieren? Nee, auf keinen Fall. Bin froh, wenn ich hier bis zum Schluss mit dabei bin. Nach diesem Monster zur Etappenmitte. Was soll das denn, hier so ein Monster einzubauen? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass mich das distanziert. 0,0 damit gerechnet. Also echt ein Manager-Fail. Muss man einfach so sagen. Was hast du schon wieder für eine Tagesform mit Del Toro? Null tatsächlich. Dann fahr nicht so viel. Chill. Konzentriere dich auf den Sprint. Du hast nicht den Need, jetzt hier Gas zu geben. Wieso machst du eigentlich Tempo? Chill doch mal. Wieso Ja, fährst du die ganze Zeit? Hör doch mal auf. weil ich niemanden mehr rankommen lassen will. Du bist viel zu aktiv. Das ist so krass. Wir sind so unterschiedlich. Das ist so krass. Ich würde mir im Leben jetzt nicht fahren. Es gibt doch keinen Grund, jetzt zu fahren an deiner Stelle. Lass doch Ineos fahren. Die haben Mach ich fünf jetzt Leute auch. da drin, Alter. Hater fährt Tempo. Für wen fährt er denn Tempo? Ja, weil die GC, das ist De Plus, die fahren für GC. Das ist eine GC-Etappe, die fahren nicht für einen Sprint. Aber wer gewinnt jetzt den Bums? Weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, dass Swift vielleicht gewinnt. Aber der hat attackiert schon. Ich glaube nicht, dass der noch die Power hat, ehrlich gesagt. Also Swift würde ich ausschließen. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, wer hier eins zu nehmen ist. Vielleicht die Plü selber? Kann der sprinten? Nee, kann er nicht, aber wer weiß das schon? Ich bin froh, wenn ich hier oben ankomme, Alter. Es geht ja jetzt nochmal hoch. Also ich habe hier keine Ambition. Ich will hier einfach zeitgleich mit euch ankommen. Ineos, Ja, ich bin Dreifachsieg. ausgeblockt worden. Ich konnte nichts machen. Ich hoffe jetzt nur, dass der Soler keine Zeitboni kriegt. Nee, nee. Oder doch? Nee, nee, nee. Nee. Aber Respekt, was du hier mit Wilksch abgezogen hast, das war echt vom Feinsten. Ich habe Richitello ein bisschen geopfert in der Gesamtwertung, aber das war auch okay. Ja, ich Weil. bin halt, also die Etappe war jetzt nicht gut für mich. Das muss man so ganz klar sagen. Alle sind raus, außer Aber Wilksch. bitte, mit Wegsch, was hat denn der für eine Tagesform gehabt? Plus eins. Ja, trotzdem Respekt. Also das muss man erstmal abziehen mit Wegsch. Wo ist PT? Ja, oh, 14. Das hat sich dann irgendwann relativ schnell erledigt. Petit hat eine 0. Genau. Da hätte ich jetzt eine plus 3 gebraucht. Dann wäre ich mit Petit drüber gekommen und hätte das GC gewinnen können. Aber mit einer 0 bei dem Tempo,
Mit Ineos und mit dir und so, da keine Chance. Hoffe, dass ich mit Wilk jetzt ein bisschen was hole. 16 Aber. Fahrer sind jetzt noch im Rennen um den Gesamtsieg. Das sind die ersten 16, die vorne waren. Ja. Ja, da irgendwie da vorne, ja. Und Del Toro hat sich wieder 2 Sekunden näher an Soler hingerobbt. Ich habe sogar 12 Sekunden verloren bei der Etappe. Hast du es gesehen? Oh ja, tatsächlich. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ja, aber trotzdem, also mit Weg, also stell dir mal vor, der wird das in Real so abliefern, das ist eine irre Leistung. Ja, klar.